Buongiorno, wir sind David und Melinda und reisen seit 2018 quer durch die Welt. Zuerst viele Monate als Backpacker per Anhalter und danach in unserem selbst ausgebauten Van quer durch Europa. Gerade sind wir in Italien unterwegs und es hat sich spontan Besuch angekündigt. Die Schwiegereltern kommen und wir haben uns ein Airbnb gemietet. Hallo Maria. Haben wir noch schon einen Kaffee? Super. Oh, bitte nicht hoch. Nee, bitte nicht hoch. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Jo, wir haben große Neuigkeiten mal wieder. Wir haben uns ein kleines Haus gekauft. Nee, wir sind hier mit Mellys Eltern in den Marken, in einem richtig kleinen süßen Dorf. Und ja, ihr habt ja schon im letzten Video gesehen, dass wir ganz schön viel um die Ohren haben, was unser E-Book zum Beispiel angeht. Und deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir euch mal wieder mit in einen Tag mit meinen Schwiegereltern, mit deinen Eltern. Und wir gehen jetzt auf einen Markt. Hier in Fermignano. Mhm. Und ja, schauen uns mal den Markt an. Und später haben wir vor, nach Pesaro zu fahren. Ja, das soll eine richtig schöne kleine Altstadt am Meer sein. Und ja, da waren wir alle noch nicht. Und deswegen sind wir mal gespannt, wie es da ist. So, und ich würde mal sagen, wir sind ein bisschen spät dran, deswegen geht es jetzt schon mal los. Da nicht hoch. Ich spiele immer mit den Katzen, aber dahin kommt das. So laufen. Du bist übrigens in unserem nächsten Video drin, Maria. Ja, oh. Mit Wäsche. Ist gar nicht mehr so heiß, ne? Nee, ist schon angenehm. Ja, also die Temperaturen, die haben echt gut nachgelassen. Ein paar Videos zuvor hatten wir euch ja noch erzählt, wie knallerheiß es war. Schon morgens um 9 war es über 30 Grad im Schatten. Ja, und jetzt haben wir Mitte September. Es hat jetzt mittlerweile Gott sei Dank ein paar Mal geregnet. Und jetzt ist es echt angenehm. Also es ist eine angenehme, schöne Frische. Und jetzt sind wir hier mitten in Fossombrone. Und haben geparkt und jetzt geht's auf den Markt. Dai, dai, anche tu sei. Là per sbucare, capito, le cose piccoline. Quello è per tagliare. Vabbè, per spucciare. Ja, nimm beide mit. Ce l'hai quello per spucciare piccolo? Gar keine, die Schafe sind alle unscharf. Also, wir haben jetzt zwei, wollen wir jetzt kaufen, die würden 30 Euro zusammen kosten. Dann hab ich gesagt, also 15 und 10, habe ich gesagt, wenn ich beide kaufe. Also 25. Hat er gesagt, 23, jeder kriegt einen Kaffee umsonst. Yeah, gut gehandelt. Hier kostet den Kaffee 9 Euro. Pinne, Tasto Verde. 23. Ha fatto... No, aspetta. Also ein riesengroßer Markt hier. Hier gibt es alles, Staubsauger, Messer, Klamotten, Essen. Ja, also vielleicht wird das heute mit Pesaro nichts, müssen wir mal gucken, weil ich glaube, hier werden wir doch noch ein bisschen länger bleiben, ja, wie gedacht. Ja, wir haben uns das viel kleiner vorgestellt. Ja, fahren wir halt morgen nach Pesaro. Ah, was haben wir uns da angetan, Melo? Also? Ja. Wir stehen hier so seit ungefähr einer Stunde rum und die Mädels, die sind einfach am Gucken. Die sind die ganze Zeit am Gucken, aber wir haben eine Rettung. Und zwar ist das Mellys Blase. Melly wackelt nämlich schon, die Mann. Muss nämlich pinkeln. Und das bedeutet, wir kommen hier endlich weg vom Markt. Ja, es ist zwar sehr schön, aber an jedem zweiten Stand das Gleiche. So mehr oder weniger. Viele Klamotten.
Und wir sind noch nicht beim Essen angekommen. Und wenn Melli jetzt aufs Klo muss, heißt das, wir dürfen endlich irgendwo hin, wo es auch was zu essen gibt. Und dann gibt es endlich Frühstück. So, oh mein Gott. Treppenlaufen verlängert das Leben. Gell, Schwiegermama? Deswegen lebt man hier länger. Ja, deswegen werden hier auch die Leute so alt. Die Dörfer sind immer so sportlich gebaut. Bleib's fit. Wir haben uns jetzt entschieden, hier auf so eine Aussichtsplattform zu laufen, in Fossombrone. Und ja, sind gleich da. Und dann gucken wir uns mal die Stadt von oben an. So, jetzt haben wir genug gesehen und genug geschwitzt und jetzt geht's an den Strand. Ja, ist jetzt, der Strand ist voll okay, ne? Also es ist jetzt so ein Steinstrand und es ist sauber, das Wasser ist okay, es ist jetzt richtig... Ja, es ist kein karibischer Strand, aber hier ist es auch ein bisschen schwerer zu finden. Es gibt schöne Strände, ja. Zeigen wir euch auch in haben wir dem auch nächsten Video. Haben wir gefunden, genau. Ja, es ist ein richtig, richtig geiler Strand. Genau, aber hier fahren wir uns nicht so weit von da, wo wir unsere Wohnung gemietet haben und genau. Ja. Ist auf jeden Fall auch sehr hübsch hier. So, jetzt haben wir genug gesehen und genug geschwitzt und jetzt geht's an den Boah, ist echt lecker. So ein Keks mit kaltem Espresso. Mein neues Lieblingsessen am Nachmittag. Oh, okay, Leute. Wir können los. Boah, ist ganz schön windig hier. Das ist mein neues Outfit. Moment. So, und? Wie sehe ich aus? Wie ein Franzose. Ja, ist das jetzt gut oder nicht? Ja, sexy. Sexy? Das ist sexy? Franzosen sind sexy. Ja, dann komm mal mit. wisst ihr, was wir noch gar nicht gemacht haben? May I can introduce my Schwiegereltern to you? Nein. This is Camelo, auch genannt Melo. Oh, yes. Und das ist meine Schwiegermama Maria. So genannt der Hallo. Maria. Auch Maria genannt. Mhm. Mhm. Ja, willst du jemanden Melo grüßen, Maria, vielleicht? Hallo, meine Liebe. Gut. Macht sie echt gut, ja, also da hat sie Übung drin. Ja, und die Schwester von Melli, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen in Vietnam. Also stimmt, in dem Video über Vietnam. Und André. Und André war auch dabei, ja. Also wenn ihr da... Was gepasst habt, schaut euch das Vietnam-Video an. So, was suchen wir denn eigentlich? Gar nichts. Einfach nur schlendern. Einfach schlendern? Schlendern. Ohne was zu kaufen heute. Vielleicht.
spontan. Richtig schön hier in Fano, kleine Gassen und auch schöne Restaurants, die jetzt natürlich alle noch geschlossen sind. Aber da könnt ihr gerne mal vorbeikommen, wenn ihr hier in der Nähe seid. Das ist auf jeden Fall eine süße kleine Stadt mit 60.000 Einwohnern. Und wir haben jetzt hier hinten so eine Queseria entdeckt. Das ist auf Spanisch. Also so eine Käserei, die nur Käse macht. Und da holen wir uns einen guten Käse und gehen zurück in unsere Unterkunft und machen uns ein leckeres Abendessen. Jawohl. Und? Was für Käse hast du jetzt gekauft? Keine Ahnung. Pecorino? Wie, keine Ahnung? Ja, Pecorino und was war das hier? Provolone, Provolone und Milch. Provolone und Mozzarella. Mozzarella. Lecker, alles klar. Wir werden ja richtig versorgt und verwöhnt von den Schwiegereltern. Ne? Das ist geil. Ja, das ist das einzige Problem hier. Abends Mücken und Fliegen ohne Ende. So, deswegen gehen wir jetzt rein. Ich werde nämlich zerstochen ohne Ende und dann kochen wir uns was Schönes und wir sehen uns morgen. Moin, es ist der nächste Tag. Wir haben alle gut geschlafen und schon was Kleines gefrühstückt. Jetzt machen wir uns fertig und fahren nach Pesaro. Das ist ungefähr 40 Minuten Fahrt von hier. Da habe ich einen schönen Strand rausgesucht und da fahren wir jetzt hin. Wir machen das jetzt hier mal fest. Melo ist nämlich ein alter Seemann und er zeigt mir jetzt mal hier richtig guten Knoten, damit wir unsere Markise gegen die Sonne aufspannen können. Wasser getestet. Und wie ist das Wasser? Richtig schön klar. Warm? Schön, ist warm oder warm, kalt? Ja. Ja. Und schön klar. Man sieht den Boden richtig. Es ist halt heute schön windstill. Oh, perfekt. Wasser ist ganz still. Cool. Hey, ich sehe da gerade da hinten so einen Leuchtturm. Da will ich später mal hin. Wo denn? Da oben, so ein ganz kleiner. Siehst du den? Da oben. Und was sagst du eigentlich zu unserer Konstruktion? Ja, cool. War gar nicht mehr so schlecht, ne? Oder richtig gut. Oder? Muss nur windstill bleiben. Ja, dann kippt nichts um, ne? So, jetzt waren wir eine gute halbe Stunde schwimmen. War richtig cool hier im Wasser und jetzt ist hier ganz in der Nähe so ein Park und dieser Leuchtturm. Und da wollen wir jetzt mal hinwandern. Die Sachen packen wir jetzt ins Auto und dann geht's los. Ich zeige euch das jetzt am besten mal mit der Drohne. Das ist ein Traum. Also wir können hier bis Rimini gucken. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber es ist wahnsinnig schön. Und ich glaube, wir können sogar... Hey Melo! Melo, ist das da hinten der Titano in San Marino? Ist das San Marino da hinten? Wo? Da, der Berg. Nee. Bist du dir sicher? Nee, San Marino ist weiter. Nee, San Marino ist da vorne. Nein, das ist nicht San Marino. Das ist San Marino. Das ist ja der Berg da? Ja. Da siehst du doch die drei Türme drauf. Die berühmten drei Türme von San Marino. Zu nah am Meer, das ist weiter weg vom Meer. Ah, ah.
Da hinten, das ist San Marino, ja. Das ist San Marino? Man kann hier bis nach San Marino sehen. Krass, krasse Aussicht. Ja, das waren ja Hammeraufnahmen. Ja, also, richtig schön. Mega krasse Küste hier. Und es ist auch ein Wanderweg, also kann man voll empfehlen, hier auch ja, entlang zu wandern. Ja, ein kurzes Fazit zu Urlaub mit den Schwiegereltern. Cool. Also wir sind ja auch 24-7 zusammen, beziehungsweise jetzt schon 12 Tage, also 24-12, so 24 Stunden, 12 Tage. Und klar, also überall reibt es mal, ne, wo man eng zusammen ist, aber ich muss sagen, es ist schon schön. Also wir haben ja auch extra 2 Tage verlängert. Hatte ich mir stressiger vorgestellt. So, also Schwiegermama, Schwiegerpapa, wenn ihr das seht, war ein richtig schöner Urlaub mit euch. Ja, hat Spaß gemacht und wir gehen jetzt nochmal nach Pesaro rein, gucken uns die Altstadt an. Wenn ihr euch das Video bis hierhin angeschaut habt, dann dürft ihr das gerne liken. Abo dalassen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber, ne? Und ihr könnt uns so natürlich auch unterstützen. Jo, kurzer Zwischenstopp in einer richtig schönen Burg. Castello di Gradara steht da unten. Mega krass, voll groß, voll schön. Alles in der Nähe von Pesaro. Ich wollte normalerweise, wenn wir essen gehen, sowieso Pizza angesagt. Ja, und jetzt sind wir überlegen, ob wir hier noch Pizza essen und dann nach Pesaro fahren oder ob wir in Pesaro Pizza essen. Schauen wir mal. Wir steuern jetzt schon Pizzeria Nummer 3 an. Der Hunger steigt und es sieht so aus, als hätten wir jetzt unsere Pizzeria gefunden. Also wir sind jetzt hier in einer Pizzeria gelandet, die alles biologisch wohl herstellt und mit Handarbeit die Pizza herstellt. Ich habe jetzt eine Pizza für 9,50 Euro ausgesucht, aber wenn man in Italien ist, muss man immer noch bedenken, dass man sogenannte Platzgebühren bezahlt, wenn man was isst. Das nennt sich Coperta und das liegt zwischen 1 Euro und 3 Euro und hier zahlen wir jetzt 1,90 Euro. Und ja, jetzt sind wir alle ganz schön hungrig und warten jetzt, bis die Pizza kommt. Für mich gibt es eine Pizza Napoli und für die Mädels eine Margarita. Und Melo hat sich irgendwas mit Salchicha bestellt. Ja, genau. Wollte ich nur sagen, denkt immer dran, Coperta kommt noch oben drauf. Ich soll sagen, Coperto ist die Decke, das heißt Coperta. Nein, andersrum. Ach so, andersrum. Also, Coperta ist die Decke und wir zahlen Coperto. Also, Chef, Pizza, was sagst du? Ist gut? Gut. Sehr gut. Okay. Also meine schmeckt Pizza auch buona. Richtig lecker. Pizza buona, ja. Genau. Und dir? Schmeckt sehr lecker. Okay. Dann bis morgen. Ist der nächste Tag und ja,
Das war's leider mit Familienurlaub. Hat's euch gefallen, Freunde? Ja, sehr. Tschüss, ja. Meine liebe Italien. Ich vermisse dich. Ja, war richtig schön hier. Ha? Und dir? Mir hat's auch gut gefallen, ja. Cool. Ich fand's auch top. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Im nächsten Video verraten wir euch, wo es für uns als nächstes hingeht und auch wo wir den Winter verbringen werden. Ihr habt uns bei Instagram und auch bei YouTube ein paar spannende Fragen gestellt und die beantworten wir nächste Woche Sonntag. Also bis dann, ne? Arrivederci. Bye bye. Tschüss. Bye bye. Tschüss, Bella Italia. Ja. Achtung, ich mache jetzt einen Salto rückwärts. Pass auf, pass auf. Deal über die. Oh! Wow! Das war gefährlich, oder? Aber wie?